Mein Name ist Wolfgang Würth, ich bin Redakteur beim Neuen Tag und das ist meine zweite Führerscheinprüfung. Wir fahren jetzt einfach mal Richtung TÜV raus, ja, dass du ein wenig ans Auto abnimmst. Das geht einfach so. Ja, okay, anbremst. Das gibt es nicht mehr. Also ich hab mal. Das heißt jetzt was? Pack bringen wir das dann, oder? Ja, das ist Auto, halt, der macht alles von selber. Alles klar. Sobald du die Kupplung kommen lässt, macht der Bremse auf. Also wenn jetzt da der Prüfer rauskommt und ins Auto einsteigt, stell das erst einmal vor und dann kommen technische Fragen zum Fahrzeug. Okay, das wäre zum Beispiel? Das heißt, der sagt, schalten Sie doch einmal die Nebelschlussleuchte an, ich würde gerne die Kontrolllampe davon sehen. Ist das hier? Also das Licht normal einschalten. Also das ist ja eigentlich schaltet das jetzt was selber, oder? Ja, und jetzt anziehen an dem Lichtschalter, ja. Dann haben wir da die Kontrolllampe von der Nebelschlussleuchte. Ja. Ja, dann könnte er von außen her noch fragen, Profiltiefe vom Fahrzeug zum Beispiel, da gibt es die Poppele im Reifen, die diese 1,6 mm beschreiben. Dann könnt ihr sagen, kontrollieren Sie mal den Ölstand, ja, oder Lenkradsperre, Warnblinkanlage. Und wenn man das dann hat, geht's los. Ja, siehst du darin ein Problem, dass man mit 17 jetzt einen Schein macht und dann wird das nie wieder geprüft? Kann das eigentlich? Also gerade jetzt für Senioren ist ja das immer wieder im Gespräch. Ja, aber bei Senioren sehe ich das Problem einfach woanders. Ja, was da gut ist, das rechts, oder? Was da gut ist, das wirklich so Reaktionsteste oder Gesundheitscheck und solche Sachen. Das ist genauso wie die ewige Problematik mit den Augen. Ja. Man könnte natürlich schon einmal hergehen und sagen, du weißt was, alle 5 Jahre zumindest einmal einen Sehtest abliefern bei der Führerscheinstelle, damit man mal sieht, ob das überhaupt noch passt. So vom Prinzip her wäre es natürlich nicht schlecht, auf freiwilliger Basis, das ist das, was ich meinen Fahrstellen immer anbiete, dass die Eltern zum Beispiel auch mal mitbringen zum Unterricht, ja, dass man da mal die Neuerungen ein bisschen durchspricht. Eben, es ändert sich ja doch ständig was. Aber ich suche mal, das so immer mit der Kelle, dass ich da dann wieder Prüfung ablegen muss, das finde ich jetzt da nicht unbedingt den richtigen Weg. Ich finde einfach, dass so allgemeines Interesse besser oder anders sein sollte, ja, für sowas. Aber das ist halt immer weit gefehlt, gell. Also Fußgängerüberweg, ein bisschen langsamer hinfahren, rechts, links schauen, deutlich schauen und dann fahren wir rechts an. Okay. Also das Umschauen vom Abbiegen war super, aber immer Innenspiegel, Außenspiegel, okay. Dann kommt der Blinker, dann kommt der Schulterblinker. Okay. Und dann fahren wir jetzt zweimal links. Zweimal links. Also wieder auf die Allee? Ja, zweimal links. Okay, eigentlich auch schon wieder der Klassiker als Durchfaller. Wirklich? Das erste Mal hätte ich schon, ja. Das beim Sporthaus wäre es eine Einbahnstraße, Inneneinbahnstraßen, alles ist links einordnen, dass ein Geradeausfahrer neben uns Platz hat. Und das reicht schon zum Durchfallen? Wenn man es zweimal macht. Zweimal eine Einbahnstraße übersehen heißt Durchfall. So, aber wenn jetzt noch andere Kleinigkeiten dazukommen, dann langt das natürlich zudem mit aus. Oh je, ich glaube das wird. Das wird auf alle Fall spannend. Ach, die Nummer. Was ist dann so die häufigste? Der häufigste Bus mit Warnblinkanlage. Okay. Ganz simpel. Rechts haben wir. Nicht so ja, der macht wieder von selber aus, sobald du die Kupplung durchdrückst. Kupplung durchdrücken, normalerweise hast du bloß am Zündschlüssel wieder. Dann steht Stopp-Automatik, das heißt, wenn du die Kupplung durchdrückst, springen von selber wieder und links fahren. Okay, ein bisschen schöner eingeordnet, könnte es sein, rechts, weil wir ein bisschen auf der Linie stehen. Das ist schon zu eng. Das war bei der Prüfung ja schwierig. Das ist angewandtes Fahren, was du fährst. Okay. Prüfung war es vielleicht ein wenig knapp. War eine Einbahnstraße, war es in Ordnung. Und links fahren. Und halt es da mal kurz an. War ein 100%iger Durchfall jetzt.
schaust du mal, wo die Teernaht verläuft. Das ist ungefähr die Mitte der Fahrbahn. Das heißt, wenn jetzt aus dem rechts vor links ein Fahrzeug kommt und nach links fahren will, dann stehst du nämlich. Okay, also. Das war also einordnen, sagen die Prüfer dazu, auf der Gegenfahrbahn. Okay. Ja? Okay. Das haben wir nicht gesehen. Okay, noch einmal durchgefallen. Das ist ein verkehrsberuhigter Bereich, das war das blaue Tafel. Über 10 Stundenkilometer darfst du nicht kommen. Okay. So, das ist alles ganz normal. Und die Ampel, weiß ich, wenn man ganz schnell ist, dann kann man rüber, bevor der geht aber nicht, oder? Halt nicht. Ja, du musst dem also schon zeigen, dem Prüfer schon zeigen, dass du sagst, okay, ich bin Linksabbieger, ich weiß, dass der gegenüberliegende Vorgang hat. Genau, und deswegen, ja, macht man das ordentlich. Frage überholt jetzt nicht. Schade. Wieso? Oh, ich geh nochmal durch. Wir parken dann vorwärts zwischen den beiden Fahrzeugen rechts ein. Da. Ja, genau. Einfach vorwärts. Okay. Gut, dann verlassen wir den Parkplatz noch rückwärts rechts wieder. Fahren in Fahrtrichtung, in der wir gerade gekommen sind, wieder rein. Da hast du jetzt Realbedingungen. Schau, der Graue vor uns, Prüfungsfahrt. Ah, okay. Jetzt sind rote Prüfer drin. Fahrschulschulde sind hinten weg, das ist immer so das Erkennungszeichen dafür. Oh, wie kann. Der wird gerade sitzen. Oh, ist bei dir gerade auch nicht besser, oder? Unter 5-mal durchfahren möchte ich schon. Hey, cool. Also, du hast eine Verkehrsbeobachtung da hinten gemacht auf dem Radweg. Ja, trotzdem muss man einen Schulterblick machen. Okay. Also, das war eine Pflicht, wenn du den Radweg mit benutzt. Du darfst mit benutzen, solange der Radweg gestrichen ist. Bei der nächsten Straße wenden wir und fahren die Straße zurück. Das nennt man auch rückwärts ums Eck fahren. Man fährt eigentlich dann immer über die Kreuzung drüber, rückwärts in die Straße ein und nach links wieder raus. Genau, einfach geradeaus durch. Genau. Wenn jetzt einfach hier. Halten wir da an. Ja, du hättest einen Kreis ziehen können. Aber so ist es. So gefällt es dir natürlich. Besser. Ja. Klassiker, doppelt durchgezogen. Von der Linie, ja. Ich will jetzt drüber fahren. Scheiße. Das nennt man spanisches Abbiegen. Das heißt, jetzt zuerst in die linke Spur da, ja. Müssen. Genau. Seht ihr, ich wusste. Ja, passt schon. Wenn ich drüber fahren, dann scheiße. Ach, no? Ist das schon, dass der zugefahren ist. Wieso? Ich will meinen Hintern drauf, wenn der stehen bleiben war, dass du vorbeigefahren hast. Schönheitsfehler, müsst das Blinken beim Rumfahren. Weil der Pfeil? Ja, genau. Okay. Das Verkehrszeichen schreibt das Blinken vor. Da warst du jetzt schon wieder eigentlich neu des Durchfallens. Nach dem letzten Auto noch einmal nach rechts anziehen. Okay. Es kommt zwar sowieso keiner mehr durch, weil der Abstand dazu neu ist, aber Radlfahrer, Motorradl passt noch durch. Ja. So was dann. Ja, das ist immer genau das, was bei der Prüfung so absolut nicht brauchen. Ja. Ich das wohl nicht anfangen als Prüfling, oder? Und als Fahrlehrer. Ja. Aber das glaubst du nicht, du zitterst als Fahrlehrer jede Sekunde auf der genauso mit. Ja.
Nein, von TÜV, das ist für uns immer ein ganz schlimmer Moment. Weil unheimlich viel Gegenverkehr von Fundstraße kommt, okay, und dass dann immer umschaue auf den Radweg. Sagen Prüfer oft, ich will nicht wissen, wie viele Führerscheine das da auch schon verloren gegangen sind. Ja, also nach einer Dreiviertelstunde eigentlich fahren, dann beim Einfahren ein TÜV auf durchgefallen, das ist hart. Das ist ja. Ja. Jetzt fahren wir wieder zurück, oder? Ja, genau. Also der Wolfgang hat sich wirklich tapfer geschlagen. Man hat auch gemerkt, dass er unheimlich angespannt und konzentriert war. So wie es in der Fahrschule ja bei den Prüfungen auch normalerweise üblich ist. Ich hätte wirklich gedacht, dass ihn weitaus öfter erwischt, hat sie also wirklich gut gemacht. Dass das jetzt für Führerscheinprüfung vielleicht nicht gereicht hätte, das ist das eine. Aber Führerscheinprüfung sagt an und für sich ja nur aus, dass ich mich mit den Gepflogenheiten des Straßenverkehrs, mit den Regeln und mit diesen ganzen Sachen vertraut gemacht habe. Das eigentliche Lernen beginnt, das wissen wir alle ja, erst nach dem Führerschein. Und somit kann man Wolfgang getrost weiter auf deutschen Straßen fahren lassen. Weil, wie gesagt, Führerschein nicht bestehen ist das eine. Aus Seiten der Sicherheit der Fahrkünste von Wolfgang gibt es keinerlei Einwände. Hat er gut gemacht. Mein Resümee, es war anstrengend, wie erwartet. Ja, ich habe damit gerechnet, dass ich ein paar Mal durchfall. Aber ich bin jetzt eigentlich ganz glücklich, weil der Stefan mir eigentlich ein ganz gutes Zeugnis ausgestellt hat. Also es besteht noch Hoffnung und ja, die Verkehrsgefahr, die durch mich ausgeht, hält sich in Grenzen, glaube ich.